Wir haben ja hier verschiedene Leute noch ein bisschen was bauen lassen. Das heißt, in den verschiedenen Bergen hier tümmeln sich noch so die ein oder anderen Überraschungen. Und fangen wir da einfach mit dem Berg hier vorne an. Kleinen Turm. Wie findest du den? Sieht geil aus. Sieht aus wie so ein alter Mittelalterturm, nur aus Holz. Ja. Genau, ein bisschen mit Steinen dazwischen, damit es einen Akzent bringt. Das hat der Remake gebaut. Von hier sieht man es ein bisschen besser. Machen wir es mal das Hut aus, dann sieht man es besser, ne? Cool, oder? Gehen wir mal hoch. Da leuchtet schon das Licht entgegen der Sonne. Kann man über die Bäume gucken, gucke. Sieht das nicht geil aus? Ja. Sehr hübsch. Sieht aus wie The Forest. Ach so, jetzt verstehe ich auch die Form. Wie sieht das aus? Wie findest du es? Oh, sehr interessant. Im Zentrum dieser ganzen Landschaft, diesen Abstrich in dieser kleinen Oase, kannst du ja schon mal reingehen, wenn du möchtest, gibt es natürlich dann dieses Highlight, was wir jetzt endlich fertig gebaut haben. Also es ist fertig. Und wir werden da draußen noch ein kleines Filmchen machen für die kommende Staffel 2 des Let's Survival. Ja, wir haben hier ein bisschen, wie ihr seht, Brocken und Felsen und so abgestürzte Balken. Die sollen halt simulieren, dass das hier schon baufällig ist. Und wenn wir ein Stückchen nach oben gehen, dann sehen wir auch schon, dass es hier auch überall Holzstücke rumliegen. Ja, also wir haben versucht, ein bisschen zu simulieren, dass es alt wäre. Dann kannst du ja sogar rausgucken, guck mal. Da ist ein Loch. Wir haben da wirklich ein Loch reingebaut. Die größte Arbeit hier auf jeden Fall der Bobby gemacht. Also ich habe hier eigentlich nicht viel gemacht. Also eigentlich habe ich nur ein paar Bäume gepflanzt. Und er hat dieses Gebäude hier alleine gebaut. Also das muss man ihn einfach mal hoch anrechnen. Ich finde, das sieht richtig genial aus. Wir können noch ganz hoch gehen. Dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Von der Landschaft auch. Ich finde, das sieht mal nach was anderem aus. Das ist nicht dieses. Ja, das Standard. Ist schon viel besser. Geil, ne? Ja. Nochmal besser als vom Turm die Aussicht. Aber trotzdem genial. Der Turm ist halt höher, ne? Man sieht für den Turm von hier, wenn man mal jetzt so schaut, liebe Zuschauer, da hinten, seht ihr den Turm. Der ist natürlich ein bisschen höher. Aber hier sind halt ein paar Bäume mehr. Dafür halt ein bisschen niedriger. Ich meine, es ist ein bisschen verwildert. Hier gab es ja keinen Fürsten mehr, seit die Apokalypse ausgebrochen ist, ne? Von daher. Gut, wollen wir mal zum Fischerdorf gehen. Zum Fischerhäuschen, sage ich mal. Denn wir haben noch ein kleines Fischerhäuschen gebaut. Einfach nur so. Ja, mit einem kleinen Bootssteg. Sehr nett. Ja, wir haben sogar der Fischerhütte ein Fischer, also so ein Fisch aufhängen Ding hier gegeben, wo die ganzen Fische dann aufgehangen wurden. Natürlich darf dann hier der Kamin nicht fehlen, ne? Ein großer Ofen, ein kleines Lagerfeuer. Der Räucherofen. Ja.
geräucherter Fisch schmeckt doch am besten. Hier noch ein kleines Lagerfeuer. Die, ja, Einrichtung gibt es keine mehr. Wir waren wahrscheinlich Banditen. Man sieht hier auch schon Stroh. Ne? Das war halt eine ältere oder ein älterer Herr oder sowas. Also war auf jeden Fall nicht sehr reich, der Mann. Der konnte sich halt nur Stroh für den Boden leisten. War ja auch günstig, Stroh. Und hier. Ja. Und hier ist das kleine Lager. Ne? Dieses hübsche, verlassene Lager, wo die Patrouillen halt Ausschau gehalten haben, die Spähleute, dass niemand hier zu nahe kommt. Ein bisschen Lagerfeuer vielleicht gemacht haben oder Essen gekocht oder. Kann man sich halt so überlegen. Also das ist hier definitiv ein kleines Lager, wo die Leute hier ein bisschen was gelagert haben, wie ihr seht. Und ja, hier ein kleines altes Bett, wo man hätte schlafen können, wenn die Sonne geschienen hat in der Wüste. Da regnet es ja eigentlich nicht. Naja, und dann ging es hier natürlich in die Mitte des ganzen Berges, der ganzen Gegend, des ganzen Areals. Die Menschen waren nicht die saubersten, die haben immer Müll da gelassen. Ja, nicht schlecht. Wie so eine Böhrenhöhle. Hm. Ja. Da vorne ist so ein Ausguck. Da gehen wir dann von innen, ja, sieht man das dann besser. Beschädigt. Die Tür ist offen. Ist schon alt. Was hier noch gar nicht, ne? Noch nie. Ne, hier drin nicht. Und sag mal, was du hier von deinem Treppenhaus hältst. Also ich finde das vom Baustil her außergewöhnlich. Haben wir hier diese Rampe. Wie bei einer Schifferei. Genau. Und hier an der Seite eben diese Holzplanken, diese Klatten, damit man eben was hochziehen konnte, weißt du? Weil über die Treppen hochziehen wäre ja schlecht. Fehlen nur noch und die hier, das war noch im Bau. Das haben sie nicht fertig bekommen. Da ging es dann runter zu den ersten Unterkunftsräumen. Ich würde sagen, gehen wir da einfach mal runter. Ja. Ja, hier rechts und links überall solche Bauträger, diese ganzen Gerüste. Und hier ist halt ein Kampf stattgefunden. Also hier auch diese kaputten Blöcke, dass man hier auch diese kaputten, runtergefallenen Ziegel da. Also falls ihr euch fragt, wieso die hier stehen. Ja, da auch. Wir spielen ja hier auf dem Server komplett cheat-frei. Da kann ja auch Wetzer was zu sagen. Der hat ja seine Hütte, sein Anwesen, sein Dojo hat er ja quasi auch ohne Cheat-Mode gebaut. Das ist gar nicht mal so einfach, aber er hat es geschafft. Ja, hier oben kaputte Scheiben, da fehlen auch schon zwei. Sind die Zombies durchgefallen. Siehst du auch hier die Balken, die runtergefallen sind? Ja. Gut, die Pflanzen, die leben noch, warum auch immer, aber sie sind noch da. So, hier natürlich auch. Überall Gras natürlich, weil es verwildert ist. Ja, hat ja keiner mehr das gepflegt. Hier diese Holzstämme und ja. Lass mal raten, das ist die Schlafunterkunft. Genau, das ist die erste Schlafunterkunft, die ist noch recht intakt, das war noch die eine der ersten, die sie gebaut hatten. Hier gab es aber auch einen Kampf, wie du siehst, da ist ja der Pfeilkabinett umgefallen. Sie mussten halt schnell hier raus, weil hier plötzlich Zombies einmarschiert sind. Und auch einige von den Kameraden sind Zombies geworden. Neben Treppenhaus, was zu diesem da vorne mit gehört. Da siehst du auch hier schon Sand eingestürzt und nicht mehr alles intakt. Hier oben ist zum Beispiel ein kaputte Ziegel. Formation. Da. Ja, hier ziemlich geht es... Ziemlich rustikal. Ja, es ist halt eingestürzt. Man muss ja sagen, das ist eine alte Basis, die sehr, sehr, sehr lange verlassen wurde. Als der Atomangriff auf Quavetown passiert ist, sind ja dann die Zombies gekommen. Und hier überall ist natürlich dann die Armee ausgerückt und wollten natürlich helfen. Ein paar sind hier geblieben und die wurden halt überrannt, ne? So, wenn du jetzt mal hier runterschaust, siehst du auch schon, dass wirklich dieses simuliert wurde, dass das eingestürzt wäre. Ne? Wir haben ja extra auch das ganze Gestein hier, dieses Sandstein, haben wir jetzt so gebaut, dass er quasi runtergekommen wäre, dass da alles zerbröselt wurde.
Da kann man auch noch runtergehen, das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir gehen mal in das Gefängnis, was noch recht intakt ist. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber guck dir das mal an. Ja, wer will denn auch schon in den Knast reingehen? Du vielleicht, weil du mal reingucken möchtest. Hallo. Wie findest du es? Hallo. Ich brauche nur einen Schuss und deine Tür ist nur aus Scrap Metal. Ja, aber die... Ach ja, stimmt. Keystone schützt ja vor deiner Attacke nicht, weil du noch Freund bist. Oh Gott. Aber wie findest du denn den Raum? Wie habe ich den gestaltet? Wie findest du den denn? Ja, der ist... ziemlich ramponiert ein bisschen. Ja, ein bisschen. Teil der Möbel sind kaputt. Sieht ziemlich alt aus. Ja, aber cool, oder? Das hat doch so ein geiles Ambiente. Sieht echt gut aus. Übrigens, wenn du eine Fackel in die Hand hältst, dann sehe ich deinen Schatten an der Wand. Das ist total genial für die Zuschauer. Ja, das sieht geil aus. Dein großer Helm da im Hintergrund. Hast du auch so Wasserspender für die Gefangenen? Aber sie haben keine Toilette. Das ist da hinten ist so ein Topf. Da können die reinmachen. Ja, da gab's noch keine Klos, Mensch. So, und hier natürlich. Ja, oben auf die Schrägen. Die ganzen Spinnenweben, weil es alt ist. Ne? Diese Fackelatmosphäre macht richtig was her. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber. Da siehst du schon, hier ist so ein Bodenbild rausgefallen, ne? Pass auf, wenn du rüberläufst. Ach, es hält schon. Schau dir mal den Raum an. Ja, der ist gut gelungen. Fall da hinten, in der Tiefe. Das ist jetzt hier der Meeting Room. Mit den ganzen Tischen. Ja, wenn ich jetzt hier eine Fackel reinmache, das sieht total genial aus. Ja, haben wir ein bisschen tiefer reingemacht, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Hier natürlich der Lehrertisch, ne? Hier der Cheftisch, der Commandertisch. Hier ein paar runtergefallene Balken wieder, das siehst du ja. Bisschen da, hier kaputt, hier oben kaputt. Ne? Ja, das... Und hier natürlich nochmal zum Rausschauen. Hier kommt jetzt das Treppenhaus. Da habe ich ein bisschen was verändert. Hier nehme ich die Metallstangen. Da war vorher so ein Steinblock drin. Den habe ich jetzt komplett aus Metall gemacht. Das hat was. Ich finde, wir haben hier einen Abend an diesen einen Raum verbracht. Insgesamt zu den Daten, vielleicht zu dem Berg. Der Berg ist von oben an quasi ein Lager drauf gebaut worden. Und wir haben dann, also ich habe dann quasi von diesem Lager in der Mitte, komplett in der Mitte des Berges, ein Loch nach unten gegraben. Und dort habe ich dann vorne die Leiter hingemacht, wo wir gleich nochmal hingehen werden. Ja, hier ist natürlich dann noch ein Ausgang. Der ist auch schon ziemlich ramponiert, wie du siehst. Ja. Jetzt sagen wir, gehen erstmal nach unten, bevor wir nach oben gehen. Hallöchen. Wir machen gerade eine Aufnahme, du kannst aber gerne dazu stoßen, wenn du möchtest. Ja. Hier ist dann auch wieder was kaputt gegangen, wie du siehst, hier oben dann die Decken und so. Und hier der Sandstein runtergekommen. Ich habe versucht, so ein bisschen das Einsturzfeeling wirklich zu verfeinern. Hier zum Beispiel kommst du nicht runter, weil da die Holztür ist quasi versperrt. Ist halt so ein bisschen verschüttet. Hier oben geht's dann halt wieder zurück zu dem anderen Treppenhaus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz runter zu dem anderen Unterkunftsräumchen. Da habe ich nämlich mir gedacht, dass sie ein bisschen verschüttet machen. Wir haben ja, ich bin ja nicht dumm, wir haben ja zwei Eingänge. Ne? Ja, hier ein bisschen was runtergekommen. Also wirklich eingestürzt. Hier oben ein bisschen springen und so. Und ein bisschen krabbeln und ein bisschen ducken vielleicht. Und hier kommt man dann durch ein Loch eben hier runter. Und ich habe halt hier zum Beispiel versucht, wirklich dieses komplette eingestürzte nochmal ein bisschen zu simulieren. Also das
Hier zum Beispiel auch fehlte die Fuge komplett. Hier unten. Ich muss ehrlich sagen, das ist dir sehr gut gelungen. Ja, ist wirklich viel Arbeit dahinter und viel Kreativität, weil vor allem du siehst am Anfang nicht, was es wird, wenn du hier im Sand einbaust. Das kann jeder Zuschauer mal probieren. Wenn du hier versuchst, in den Sand was reinzubauen, du siehst nicht, wie groß der Raum jetzt wirklich wird. Das kannst du dir am Anfang gar nicht vorstellen. Das funktioniert auch gar nicht. So viel Kreativität hat wirklich kein Mensch oder selten welche. Hier unten geht es dann ganz runter, da kannst du richtig weit runterfallen. Also. Und? Ja, da haben sie versucht, die letzte Barrikade quasi... die letzte Barrikade vor den Zombies ein bisschen sich zu schützen. Hier ist dann die Unterkunft, wie du siehst, Das könnte ein bisschen wehtun beim Schlafen. Ja, es ist ja nicht mehr möglich hier zu schlafen eigentlich, weil das so eine Ruine ist, hier unten. Das ist ja ganz tief, ja, also unten drunter ist quasi Stein. Das ist schon das Tiefste, was der Sand herbringt, gibt, ne. Und wenn du hier hinten schaust, ich habe mir hinten ein bisschen Details gelassen, da ist hinten nämlich ein Spinnwebe. Können wir ja mal freischaufeln, wenn du möchtest, weil dann sieht man es besser. Kannst du mal die Fackel halten? Ich sehe nichts. Hallo? Ja. Ja, echt nett. Und hier ist natürlich dann die Tür, wenn du... Musst du aufpassen, dass du nicht nach oben packst hier. Da kommst du halt nicht raus. Musst halt abschaufeln. Aber prinzipiell zeigt es ja schon, was es eigentlich werden soll. Hinten... Ja. Wirklich ein eingestürztes Areal hier unten. Auch da hinten die ganzen Woodframes, die da jetzt so offen sind, ohne dass dort eine Verkleidung dran ist. So, hier ein bisschen aufpassen, nicht dass du runterfällst. Auch hier hinten siehst du da diesen großen Balken da, der unten dann kaputt gegangen ist. Ja. Der sollte quasi das Ganze stützen, ne? Und, naja. Echt heftig. Alles so ein bisschen. Hier sind wir jetzt übrigens wieder im Essensbereich. Hier ist ja noch der Ausgang, der eine. Den nehmen wir dann zum Rausgehen. Hier ist dann quasi der Schmiedenraum. Und das ist wohl der Schmelzofen. Genau. Oben ist so ein kleiner Esse angedeutet hier. Mit so einem Sims da oben, da es ein bisschen stabiler wirkt. Hier dann noch ein paar Kisten, wo sie ihr Zeug reinlagern konnten. In dem Safe steht dann, ist halt das ganze Zeug drin. Kannst du übrigens reingucken, ist unlocked. So. Dann geht's hier in den Aufenthaltsraum. Beachte oben vor allem die Decke. Hier wieder ein bisschen umgefallene Sachen, als wenn hier ein Kampf gewesen wäre. Hier ein Lockers, hier ein Pfeilkabinett. Und überall natürlich die wunderhübschen Spinnweben. Und hier dann wieder Ausblick zum Rausschauen. Ja, das Hasenzähnchen. Ja, genau. Das ist die Hasenhöhle hier. Die fällt dann wieder runter. So, und dann gehen wir jetzt hier hoch. Ganz hoch, um uns das oben noch mal einfach nur anzuschauen, was wir oben mal so haben. Ja, der Aufgang hier mit der Leiter, die rostige. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser
dieser Base. Das hier ist alles, was ich gebaut habe. Mit Wald und so weiter. Hier noch der kleine Lagerraum. Hier natürlich die Lagerfeuer, die paar. Damit man hier mit was zu essen machen konnte. Also Camp-Bereich. Genau. Na, hier vorne ist dann so ein kleiner Schmelzofen, wo man ein bisschen dieses Glas geschmolzen hatte. Oder Waffen, Hülsen oder was auch immer. Hier das voller Material. Ja, ein super Ausblick, finde ich. Von hier aus sieht man die Fischerhütte. Von hier, wo ich stehe. Ja. Und da drüben natürlich das Observatorium. Ja. Bis dann. Ist doch sehr schön. Tschüss.